Guten Morgen. Wenn ihr mich zu meinem momentanen Zustand befragt, ich bin da, mehr nicht. Also, ich habe ja jetzt hier gleich in der Fabrik geschlafen. Bin ja gestern gar nicht mal irgendwo hingefahren. Und jetzt ist hier Schluss mit Nachtruhe. Jetzt wird losgemacht. Ein bisschen müde bin ich schon noch, aber naja, kann man nicht ändern. Aber es war ganz ruhig hier, also kann man nicht anders sagen. Ja, und jetzt machen wir los Richtung Neckarsulm. Mal gucken, dass wir das Zeitfenster schaffen. Wenn nicht, kann ich es auch nicht ändern. Aber ich denke schon, dass wir es vielleicht hinkriegen. Also, aufgezwickt. Die Pflicht ruft. So, dann wollen wir mal. Hier kommen die ganzen Arbeiter, die fangen schon alle um 5 an. Die kommen schon 4:45 alle hergefahren. Ist ja komisch. Ist ja komisch. Na Leute, müsst ihr mich schon rauslassen. Sonst kommt er nicht rein. Das wird so nix. Das wird so nix, Leute. Das wird so nix, Leute. Ja, du musst auch mal rückwärts fahren, Troller. Ich doch mal nicht so schwer. Rückwärtsgang ist Luxus, oder wie? Ach, ehe die das so schnallen, dass ich sonst nicht rauskomme. Ach so, wollte ich euch doch erzählen, dass ich einen Notdienst noch da hatte gestern. Sollte es alles schön schnell gehen und ich nehme meine Bretter raus und mir rutscht doch so ein Brett aus der Hand und knallt mir auf die Luftleitung, die Verbindungsleitung von der Maschine zum Hänger und kracht die fast durch. Naja, ist die Luft raus. Und ohne Luft fährt das Auto nun mal nicht. Ist ja klar, ne? Also, was habe ich gemacht? Habe unseren Fuhrparkleiter angerufen, habe ihm das erklärt, habe gesagt, so und so, das und das ist passiert. Ich stehe in der Halle und es bewegt sich nichts mehr. Ja, da hat er noch einen Notdienst mobilisiert, die noch kamen. Na, knappe Stunde hat es gedauert, bis sie da waren. Da hat mir die Leitung geflickt. Und jetzt geht's wieder, jetzt fährt's Auto wieder. Ja, so war's. Musste ich einen Notdienst holen gestern. Ja, ich kann ja nicht hier. Ich hätte zwar einen Hänger abkoppeln können, die Luft, also die Leitungen. Und die Bremsen entriegeln können, dann wäre ich zumindest aus der Halle rausgekommen. Aber so kannst du ja nirgends hinfahren. Ja, wenn es jetzt notwendig gewesen wäre, dass jetzt hier
der Nächste in der Halle will, wenn das jetzt tagsüber passiert wäre. Ich war der Letzte, den sie beladen haben. Wenn es tagsüber passiert wäre, dann hätte ich schon irgendwas machen müssen, mir einfallen lassen müssen. Aber so ging es ja. Da ich der Letzte war, konnte ich drin stehen bleiben. Nee, sonst hätte ich halt die Luftverbindung trennen müssen. Also die Luftschläuche abmachen müssen von der Maschine, dass die Maschine Luft hat. Und vom Hänger hätte ich dann die Bremse entriegeln müssen, dass die rollt. Und dann hätte ich wenigstens aus der Halle rausgekonnt. Ne, da unten ist es doch schon. Neckarsulm, ich komme. So, da sind wir doch gleich da. Das ist nämlich eine geile Abkürzung hier, habe ich festgestellt. Da brauche ich nicht erst hier diesen Riesenbogen außen rum machen. Das habe ich euch, glaube ich, gestern schon erzählt. Habe ich durch Zufall entdeckt, weil ich mir gedacht habe, wenn ich hier hinten rausfahre Richtung Neuenstadt, muss ich ja auch irgendwie hier reinkommen Richtung Neuenstadt. Und siehe da, es ist so. Und hier vorne ist nämlich dann schon gleich der Audi. Hab noch 2 Kilometer, noch 11 Minuten. Also alles gut. 9.14 Uhr bin ich da, 9.30 Uhr habe ich Zeitfenster. Auch da ist alles gut. Bisschen scharf gebremst gerade. Aber die Ampeln hier, die schalten ziemlich knapp. Ja, und wenn ich nämlich hier hinten runterfahre, habe ich festgestellt, habe ich dieses ganze Kreisverkehr gekaspert hier durch die Stadt nicht. Da habe ich nämlich noch einmal 3 Kreisverkehre, die ganz ekelhaft sind. Und die fallen jetzt weg. So, und hier vorne biegen wir ja schon rechts ab, sind wir ja schon da. So, nun wollen wir mal noch auf den Lehrgutplatz in der Böllinger Höfe. Dicker. Hüpft hier rum. Mal sehen, ob wir da was kriegen und wie viel. Und dann machen wir es wie gestern gleich wieder über Neuenstadt. Gleich wieder über Neuenstadt auf die A81.
Jetzt haben wir geladen, hab mein Wagen voll geladen, voll mit schwarzen Kisten. Fahr jetzt nach, schneid's dann schnell. Denn es ist noch lange hell. Fahren wir so rum. Oh, wir hätten ja mal wieder am Feuerwehrplatz gucken können, was sie jetzt da stehen haben. Aber naja, was soll's, jetzt fahren wir so rum. So, und jetzt sind wir doch schon wieder in Neuenstadt. Neuenstadt am Kocher. Gas oder Elektro? Blöder Witz, ich weiß. So, haben wir es nicht mehr weit bis zur Autobahn. Und dann können wir gleich wieder Gas geben. Ich gebe Gas, ich gebe Gas, ich gebe Gas. Das macht Spaß, das macht Spaß, das macht Spaß. Komm Ampel, ich will Gas geben. So, jetzt habe ich euch die Einfahrt in Bamberg unterschlagen. Ich bin jetzt bloß noch hier bis zum Einkaufszentrum gefahren. Hier am Real. Weil meine Schichtzeit bis hinter in der Spedition zu knapp geworden wäre. Ich habe jetzt noch 4 Minuten und das hätte ich nicht geschafft. Deswegen habe ich mich gleich hierher gestellt, damit ich meine 13 Stunden nicht überschreite wegen meiner 11 Stunden Pause. Ja, und jetzt fängt es an zu regnen, das finde ich gar nicht schön. Und ich werde jetzt mal fix in den Realmarkt gucken. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas kaufe, es gibt nichts Gescheites, bloß ein bisschen bummeln. Und in einer Stunde werde ich eure Kommentare beantworten. Oder in 2 Stunden mal gucken. Und morgen früh um 5 geht es hier wieder los. Oder 4:30, je nachdem wie ich Lust habe. Und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Also mein Plan steht schon für morgen. Ich stelle morgen mein Auto auf den Hof in der Spedition, also hier auf unseren Hof unten, auf den schrägen Platz. Dann schnappe ich mir ein anderes Auto, das ist vorgeladen mit Schrott für Reut. Fahre ich 2x Schrott und dann lade ich mit meinem Auto in Schleiz das Leergut ab und lade wieder für Neckarsulm. Und dann ist Wochenende. Also nicht allzu spät. Und Montag geht es dann um 3 Uhr wieder los. Also ich muss morgen noch tanken hier. Ne? Dass wir Montag nicht erst tanken müssen, dass wir Montag dann gleich runterdüsen können. Also meine Lieben, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Eine stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön die Stoßstangen sauber. Genießt das Wetter, wenn es bei euch nicht regnet. Und tschüss, bis morgen.